Wir haben folgende Schiffsaufstellung bei Team Feed. Wir haben Ohio, Kurfürst, St. Martin, Doppelpetro, Doppelnapoli, Shimakaze und Kleber. Auf der anderen Seite bei Team FBL haben wir Ohio, Mecklenburg, eine Castille, eine Puerto Rico, Moskwa, Nevsky, Napoli, Doppel, Gearing. Ja, Leute, ich muss ehrlich sagen, ich habe komplett die St. Martin vergessen. St. Martin natürlich auch ein guter Kreuzer für die Flanke, ne? Mit dem Radar, du hast Stealth-Radar, das ist sehr geil, gutes Consumant, da kann man gut was machen. So, wir schauen jetzt mal, okay, wir haben das Layout, also nicht das mit den Cap hier, das macht die Sache etwas anders. Da ist es natürlich sinnvoll zu sagen, ich gehe mit der Kleber für einen Early Cap. Das geht natürlich über die Speed. Die Shima, schau mal, hat die Swift and Silence dabei. Jo, okay, die ist dann natürlich auch relativ schnell, spielt mit Legi-Modul, RPF. Dafür weniger, ein Dings hat sie dabei, was hat sie jetzt dafür getradet? Adrenalinrausch, okay. Ich dachte mir, irgendwas muss doch hier, wenn ich die Kombo nehme, ist doch irgendwas weg. Adrenalinrausch, gut. Also. So, also hier stimmt auch wieder der Abstand eher nicht so ganz, ne? Also wenn die hier in Smoke Train spielen wollen, dann sollte diese Gearing bei dieser Nevsky sein und die Nevsky eher hier ein bisschen näher dran. Auf der anderen Seite tut die Gearing hier spotten. Ist RPF Gearing, ja, er torpt schon in Richtung Kleber, aber ich glaube die Kleber kriegt das Cap rechtzeitig, deswegen werden die Torps nicht mehr allzu gefährlich. Napoli fährt rüber, Napoli gegen Doppel-Napoli wird für die Napoli relativ schwierig werden. Die Frage ist, ob dann Torp connected. Ich glaube eher nicht, dafür ist die Kleber wieder zu schnell raus aus dem Cap. Gearing ist aber jetzt wieder drin, wird sich wahrscheinlich da an die Insel stellen, um safe cappen zu können, ob nicht resettet werden zu können. Torps connecten nicht. Tut die Gearing jetzt rein, reinwürfen, kommt's Radar, das heißt jetzt wieder Vollgas raus. Ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt ein Counter-Radar kommt. Das ist eigentlich ein bisschen lost, weil er ist nicht spottet. Seine Gearing ist durch Radar offen und ja, der Reload-Boost war jetzt auch eher fragwürdig, hätte ich jetzt mal gesagt, weil... Okay, warum ist er jetzt nochmal spotted? Ist das immer noch ein Petro-Radar oder ist das jetzt ein anderes Radar? Bin gerade ein bisschen verwirrt. War der gerade von einem anderen Radar offen? War das das Petro-Radar und ich habe mich verschaut? Dann nehme ich meine Kritik am Reload-Booster natürlich so umgehend zurück. Aber die Napoli hat hier gleich eine schwere Zeit. Das kann ich euch versichern. Wenn die zwei hier rumploppen mit dem GK, dann time to retreat. Und... was predige ich jedes Mal? Nose in Cruiser ist zu 100% tot. Der muss jetzt den Gamer-Turn machen. Instant den Smoke ziehen. Wenn ich das sehe, ist der Smoke sofort da. Da ist der Smoke da. Und da schieße ich auch nicht. Weil jetzt GG RIP. Der ist 100% dead. Außer die Napoli macht jetzt irgendein Mehl oder kriegt irgendein Crossfire rein. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, er dreht breit. Er dreht breit. Oh mein Gott. So viel breit. Hilfe. Und back to port. Auf Wiedersehen. Schön war's mit Ihnen. Oh, was? Er überlebt das? Heidly hodly. Also da war sämtliches AMG, aber in seinem Favor. Broadside gegen 3x AP und er kommt mit 20k raus. Also ich weiß nicht, ich würde den Smoke jetzt langsam ziehen. Nur so, um das Leben zu erhalten. Aber ist nur ein Vorschlag? Na? Ich meine, man kann nur einfach nicht ziehen und sterben. Ja, okay, gut, dann halt eher nicht. Das ist auch okay. Aber ja, also bei sowas, wenn ich hier sehe, die Doppel-Napoli ziehe ich hier in Smoke und fahre hier weg. Und versuche so lange wie möglich zu überleben. Das Problem ist, jetzt ist die Flanke komplett offen.
Und das macht jetzt eher nicht so viel Spaß. Also das mit der Nevsky und der Gearing, das wird keine Freundschaft mehr, glaube ich. Die mögen sich nicht. Die sagen, halte Abstand und zwar viel. Ja, und jetzt wird halt Feed von der Seite halt reindrücken, ne? Da werden die Jungs jetzt nicht mehr viel machen. Die Napoli wird sich in die Flanke setzen. Der GK wird hier auch reinfahren. Wird schon Crossfire geben können. Die Puerto Rico steht wieder noch in. Der hat aus dem letzten Game nichts gelernt. Der wird wahrscheinlich gerne abgefarmt. Aber die St. Martin kann das hier auch sehr lange tanken. Er muss nur auf die Ohio aufpassen. Weil die Ohio kann ihm gerne mal ein bisschen HP entziehen. Im Zweifelsfall. Weil der overmatcht ihn halt. Ne? Und dann hilft ja auch der Superheal nichts auf Dauer. Ja, die müssten jetzt mal... Also das Radar... Man muss echt sagen, die Radars sind sehr fragwürdig. Also... Da ist nie was drin, komischerweise. Ne? In dem jetzt schon, in dem Moskau-Radar, ich meine, das ist 12 Kilometer, irgendwas wirst du da spotten. Ich weiß aber jetzt nicht, warum hier ein Radar kommt, weil die Napoli ist doch offen. Da brauche ich kein Radar ziehen. Aber gut, vielleicht war er nicht offen, weil Napoli hat ja ein gutes Consumen. Aber er nimmt halt jetzt auch ein Tor. Das ist maximal belastend. Ja. Er hat Def-AA dabei. Ah, weiß ja nicht. Also Hydro wäre schon ganz gut, weil ich glaube nicht, dass die hier ein Carrier über den Weg läuft. Na, also fürs nächste Game mal immer mal so ein bisschen checken, was habe ich dabei. Def-AA, glaube ich, ist nicht so eine gute Wahl in so einem Modus. Aber ja, jetzt sieht es wieder relativ schwierig aus für die Freibelegion. Die wurden jetzt wieder aus den Caps gedrängt. Ja, ich sag, Martin tankt das halt für immer. Ja, sie haben halt hier eine Schiffsüberzahl, können die nicht ausspielen. Traden halt trotzdem immer noch sehr viel HP, dafür, dass sie eine Schiffsüberlegenheit haben. Haben jetzt einen GK, eine Napoli in der Flanke und haben dann vorne gleich noch eine Napoli von vorne und eine Pedro, die vielleicht den einen oder anderen Torp jetzt nimmt und die Klebercap zurück. Jetzt kommt das nächste Radar, wo nichts drin ist. Leute, wenn ihr schießt, erhöht sich eure Spotting Range. Wenn ihr nicht mehr schießt und dann spottet seid, dann wäre ein Radar angebracht. Sonst nicht. Nur mal so als allgemeiner Tipp. Habe ich auch, glaube ich, schon in vielen YouTube-Videos erklärt, wie das mit dem Radar funktioniert, mit dem Stealth-Radar, mit dem normalen 12-Kilometer-Radar. Also gerne mal auf YouTube auch mal reinschauen und sich die Videos dazu angucken. Ja? So, also Mecklenburg wird halt jetzt abgefahren vom Doppel-GK, vom GK und Napoli. Der sieht halt hier keine Schnitte. Gar nichts. Und die Castilla. Ja, das könnte ein Trade werden. Im besten Fall. Aber er fährt der nächste Breitseite raus. Also die haben ein Gottvertrauen. Jetzt lang machen. Hier kommen. Das ist brutal. Die kriegen die Broadsets nicht gepunished. Der fährt Breitseite raus und kriegt keinen Damage. Aber das ist auch Napoli-Plating. Das ist einfach wild. Ja, und da geht die Castilla raus. Weiß ja nicht, Castilla finde ich jetzt auch keinen guten Pick. In dem CW, sag ich schon, in einem Tournament. Weil das Ding bringt halt nichts, was dich irgendwie weiterbringt in so einem Game. Da spiele ich lieber eine Napoli. Weil ich darf ja zwei Napolis mitnehmen. Und ich glaube, sie hätten jetzt nicht irgendwelche Restrictions gehabt, dass sie keine zweite Napoli mitnehmen können. Hätte ich jetzt nichts gesehen, ne? Aber könnt ihr gerne auch in Chat schreiben, wenn euch da was aufgefallen ist, ne? Ich möchte hier keine Fake News streuen. Ja, die Ohio wird jetzt auch abgefarmt, ne? Und die St. Martin ist immer noch am Leben. Der steht wahrscheinlich hier schön im Kite. Ja, natürlich. Und farmt hier sein Ding. Aber das könnte ein bisschen ziehen in der Leistengegend. Overmatch? Ja, ein bisschen. Aber die Gearing ist jetzt auch raus. Ja. Also ich glaube, die Jungs von der Freibier-Legion haben so ein bisschen ihren Meister jetzt gefunden als Gegner. Ja. Klar, sie sind jetzt auch sehr weit fortgeschritten im Tournament. Da kommen jetzt auch nicht mehr unbedingt die leichten Gegner. Ah, da kommen jetzt die kernigen Gegner, wie man so schön sagt, auf Bayerisch. Da wird es jetzt auch ein bisschen vom Niveau her anspruchsvoller und da wird jeder Fehler... Oh Gott, was war das für ein Talkrush? Oh mein Gott.
Auf 2 Kilometer sollte man Ohio schon raustoppen können. Hui, schwieriges Thema. Aber das ändert nichts mehr am Spielverlauf. Pete holt sich trotzdem wieder souverän. Game Nummer 2.